hier wieder. Ich grüße euch. Ich habe heute wieder mal ein richtig, richtig geiles Game für euch. Ich glaube, es war eins der besten Games, die ich bisher gehabt habe. Ich glaube, es ist eigentlich das beste Game. Ja. Richtig, richtig Wahnsinn. Und ich kann wirklich nur eins sagen: Ein Game ist nur dann verloren, wenn die letzte Sekunde gefallen ist. Ja. Guckt es euch einfach mal mit mir an. Ja, ich will noch nicht zu viel verraten, ja. Außer, dass der Gegner die Rakete, die er jetzt hier gerade eben oben hat, das ganze Spiel eigentlich gar nicht verwendet. Oder? Bis zum Ende hin nicht. So. Er hat natürlich hier den Ofen mit Feuergeistern Level 8. Der Ofen. Feuergeister Level 10. Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich froh bin, dass ich die Kanone mitgenommen habe, dieses Game. Hat mich doch schon vor einigen Schaden hier gerettet. Der Eisgeist ist natürlich schneller als die Feuergeister. Richtig genial. Aber schade, dass die Feuergeister dadurch nicht eine Intensität verlieren. Ja. Hier. Schöner Spam von hinten mit Kobold Gang Level 11. Machen natürlich noch die Musketin fertig und damit auch, ja, da sieht man die Kanone, dass die ganze Arbeit leistet. Zum Glück, ja, zum Glück. Gerade im Moment habe ich ja 2786 HP auf einem Turm, wobei der Gegner mit Level 11 3052 HP hat, also fast 300 HP mehr. Ist natürlich ein bisschen zu knüppeln, ja, mit Level 10. Aber am schlimmsten ist der Ofen. Der Ofen, der macht richtig viel Damage und ja, müsste eigentlich normalerweise immer wieder gegen angehen. Aber als Level 10, dadurch, dass der Turm keinen One-Hit macht, bei den Feuergeistern ist es echt schwierig. So, hier noch die Kanone dazwischen geschmissen. Zwischen den netten Riesen und dem Turm. Der Riese macht natürlich Damage. Die Feuergeister kommen auch nochmal richtig gut durch. Und der Riese geht down bei 536 HP vom Turm. Ja, was kann der Odi da noch ausrichten? Ich habe in dem Game habe ich einen Spiegel mitgenommen. Habe das eigentlich vorher eigentlich so testweise gemacht, ja, zwei, drei Games vorher und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und zum Glück hat der Riese jetzt ja auch keinen Hit rausbekommen, weil er hatte eigentlich auch schon ausgeholt gehabt. So, linke Seite nochmal ein kurzer Push und ihr seht, wie schnell er die Riesen hintereinander hier einsetzt. Also dadurch, dass er die Rakete hier gar nicht verwendet. Ja. Spart er richtig viel Elixier und hat dadurch eine schnellere Zirkulation. Jetzt wird es interessant, ja. Linke Seite und rechte Seite jeweils ein Riese auf Level 9 von ihm und von mir. Oder von ihr und von mir. Jeweils ein Musketier und ein Huckenschützen. Mein Riese muss noch an den Ofen herantreten und muss ihn erstmal plätten, bevor er an den Turm rangeht. Beide Türme vom Gegner haben 3052 HP. Meiner nur 536. So, seht aber selber, ich schalte runter auf die Hälfte der Geschwindigkeit, weil jetzt wird es richtig lustig. Ja, guckt selbst. Koboldfass kommt geflogen, ich seppe das Ganze ordnungsgemäß. Er sieht seine Fälle davon schwimmen und der Riese geht down. Ja? Links oben noch die Koboldgänge und er schickt die Rakete in den letzten 10 Sekunden los. Natürlich hittet die den Turm unten noch und macht den platt. Linke Seite oben, in dem Moment 4-3 Sekunden noch, 247 HP, nur 54 in der letzten Sekunde gehittet. Und rechte Seite auch, habt ihr es gesehen? Ja, gleichzeitig in der letzten Sekunde echt noch down gegangen. Über 6100 Schaden gemacht, ja, in den letzten 20 Sekunden. Ist das der Hammer? Also ihr werdet es gleich an meiner Reaktion sehen. Ich zeige euch nochmal aus dem Livestream die Aufnahme
Und sieht selbst. Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott. Oh fuck. Oh. Meine Fresse. Oh mein Gott! Was für ein Game! Hammert! Also das... da kriege ich mich wieder ein. Ich glaube, ich mache erstmal Pause, Leute. Was für ein Game! Ja, heftig, 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 oder? Es ist echt krass, also wie ich auch reagiert habe, Facepalm-mäßig, habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, Wahnsinns-Game, kann ich nur wirklich sagen. Und ich hoffe, ihr lasst ein Like da oder vielleicht ein Follow, falls ihr noch kein Follower beim Odi seid. Und ich wünsche euch noch was. Bis dahin, euer Odi. Tschüss.